Achso, ich muss mir erst Wasser organisieren. So. Genau, also schön erstmal, dass ich hier sein darf, dass auch so viele Leute gekommen sind um so eine frühe Uhrzeit. Global Warming Sucks ist mein Titel, weil mir dieses Thema unglaublich auf den Senkel geht, weil es mich auch täglich beschäftigt und weil wahrscheinlich jeder von euch es auch nicht mehr hören kann. Das Blöde ist, wir können uns dem Thema leider nicht entziehen, weil wir Teil des Ökosystems Erde sind und das Ökosystem Erde im Moment gegen die Wand gefahren wird. Und zwar so, dass wir es nicht mehr zurückdrehen können in der Zeit. Und dass etwas auf der Erde nicht in Ordnung ist, sieht man an, und ich hoffe, also ich habe viele Grafiken, ihr müsst vielleicht die Augen ein bisschen spitzen, sieht man an diesem Satellitenfoto, das ist am 1. August in Westgrönland aufgenommen worden. Man sieht den Eisschild und die Küste und hier gibt es so kleine blaue, dunkelblaue Punkte, das sind Schmelztümpel auf dem antarktischen, nee, auf dem grönländischen Eisschild. Und hier wütet gerade ein Feuer und das sind Feuermarken von 2017. Also nicht nur der Amazonas brennt, wie ihr in den letzten Tagen mitbekommen habt, nein, auch die Arktis selbst, also unsere Polargebiete brennen. Das tun sie eigentlich jedes Jahr, aber wir können das ja mit Satelliten sehr gut verfolgen seit 40 Jahren und es war noch nie so schlimm wie im Jahr 2019. Warum ich den Vortrag auch halte, ist, ich habe damit sehr starke Berührungspunkte, weil ich selbst in der Antarktis forsche. Ich promoviere über die Geschichte des Meereises an einem Punkt, wo es heute so gut wie kein Meereis mehr gibt, in der antarktischen Halbinsel, das ist sehr weit nördlich. Dort breiten sich Gräser und Moose aus und erste Fliegenarten haben sich dort angesiedelt, weil sie von den Menschen eingeschleppt wurden. Ich gehöre, ihr könnt es ja gar nicht sehen, Mensch. Ich gehöre außerdem zu den Scientists for Future, die sich mit ihren Unterschriften und ihrer Stellungnahme hinter die Fridays for Future Bewegung gestellt haben und gesagt haben, die Kinder haben Recht zu protestieren, die Forderungen sind berechtigt und es muss im Jahr 2019 noch etwas passieren, sonst geht uns einfach die Zeit verloren. Und genau, und mein Arbeitsplatz ist das Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung, also eines der renommiertesten und größten und ja, bekanntesten Polarforschungsinstitute der Welt. Vielleicht habt ihr schon mal von der Polarstern gehört, die sich jetzt in der Arktis einfrieren lässt. Zu Beginn gibt es nicht wirklich Wissenschaft, sondern einfach nur das, was man beobachten kann. Was in den letzten zwei... Ach nein, ich habe mich verfranst, Entschuldigung. Zu Anfang gibt es einfach ein kleines Filmchen zur Auflockerung darüber, wie Klimawissenschaft überhaupt funktioniert und wie das gemacht wird und was wir bisher für Erkenntnisse davon gewonnen haben. Das ist auf Englisch, aber mit Deutsch untertitelt. Und hat eigentlich auch Ton. It's cold in Antarctica. It's always cold. In fact, it's been cold for such a long time that a lot of the snow hasn't melted for millions of years. All that time, it just keeps piling up, deeper and deeper. So today, in places across Antarctica, the snow is over 3 kilometers deep. Over time, this snow packs together. It crushes under its own weight so tightly that it becomes solid ice. But it isn't completely solid. It contains tiny bubbles. These bubbles of air have been sealed off from the world since the time they were formed hundreds of thousands of years ago. That makes them very interesting for climate scientists. The scientists at the British Antarctic Survey have taken samples of ice from the surface to the bottom, 3 kilometers down. By measuring the CO2 in the air bubbles, they have charted its level back through the years. CO2 is a greenhouse gas. That means it traps heat, acting like a blanket that warms the Earth. The more CO2, the warmer the Earth. It's low during ice ages and high during warm periods. During ice ages, huge sheets of ice, kilometers thick, form across Europe, Asia, and North America. During the warm periods, like today, the ice retreats. Low CO2, high CO2. Low, high. Low, high. So what are the CO2 levels that we are recording today? They are much, much higher. That's because burning fossil fuels releases CO2. And in recent years, we have been releasing more and more CO2 into the atmosphere, from our homes, from factories, and from cars and planes. For
forests absorb CO2, but we have been cutting our forests down all around the world. This CO2 will continue warming the planet whilst it remains in the atmosphere. And meanwhile, we are emitting even more. The polar regions are warming and melting. That's very bad news for rising sea levels, and it will also have a devastating effect on wildlife here. There are ways we can reduce our emissions and at the same time improve the quality of our lives. We will all need to act, and act now together. Please help. We need to limit CO2 now. Okay, also ihr seid jetzt so ein bisschen im Bilde darüber, wie wir eigentlich arbeiten. Die Erdgeschichte ist sehr, sehr lange, über 4,5 Milliarden Jahre. Und was wir über die Informationen aus diesem Erdkern wissen, das deckt nur die letzten 800.000 Jahre ab. Und wir können durch andere Rekonstruktionen, wissen wir heute bereits, dass das Klima auch schon mal, oder dass die globale Temperatur schon mal 10 Grad höher war und dass wir sehr, sehr unterschiedliche Erdzustände hatten. Aber in den letzten paar Millionen Jahren haben wir wirklich eine Abkühlung der Erde und einen regelmäßigen Zyklus von Kalt- und Warmzeiten. Und das sieht man hier auch noch mal. Wir haben eine kontinuierliche Schwankung über die letzten 800.000 Jahre zwischen einer globalen Temperatur von 0 und minus 4 Grad ungefähr. Die Treibhausgase verhalten sich dazu parallel und auch der Meeresspiegel schwankt dazu parallel, denn in einer Kaltzeit haben wir das Wasser besonders in Eisschilden gebunden und der Meeresspiegel sinkt rund 120 Meter ab. Und in einer Warmzeit wie heute ist er dann wieder bei Null. Ein No-Fun-Fact ist, dass sich der Homo sapiens in den letzten 200.000 Jahren entwickelt hat, das heißt in diesem letzten Stückchen hier. Und in den letzten 200 Jahren haben wir durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, durch die Industrialisierung, den CO2-Wert ganz maßgeblich manipuliert. Wir hatten vorher einen Wert von 280 ppm. ppm bedeutet Parts per Million, das heißt von einer Million Luftteilchen sind 280 nur CO2. Und das macht CO2 zu einem Spurengas, welches trotzdem so wirksam ist. Und wir haben jetzt sehr viel CO2 in die Luft geblasen und den Wert um knapp 50% ansteigen lassen auf 415 ppm. Es gibt weitere Treibhausgase, die wir auch freigesetzt haben, zum Beispiel durch Viehhaltung. Das Methan, das ist auch sehr gut bekannt. Und das haben wir um rund 160% ansteigen lassen gegenüber dem vorindustriellen Wert. Und ein Methanmolekül hat die Wirkung von ungefähr 28 CO2-Molekülen. Das heißt, es hat ein Vielfaches der Treibhauswirkung. Es gibt noch andere Moleküle, die 260-fache Wirkung haben und andere, die wirklich sehr, sehr selten vorkommen, aber die können bis zu 22.000-fach wirken. So, also wir haben das System Erde manipuliert. Und ich möchte jetzt einfach, und jetzt komme ich zu dem Teil, den ich vorhin hatte, ich möchte jetzt einfach nur Beobachtungen vorstellen und noch gar keine Interpretation der Daten geben. Was können wir also beobachten? Und dann gehe ich als erstes auf die globale Temperatur an. Das sind die Daten der NASA, der globalen Temperatur seit 1880. Seit diesem Zeitraum haben wir Thermometer, die uns eigentlich relativ gute, verlässliche Daten geben. Und wir beziehen die Nulllinie auf den Zeitraum 1880 bis 1900, weil wir vorher eben keine verlässlichen Daten haben, obwohl die Industrialisierung vorher schon angefangen hatte. Und wir sagen eben, okay, von dieser Nulllinie ausgehend können wir eben die Abweichung der globalen Temperatur bestimmen und die liegt heute bei 1,1 Grad. Und das Jahr 2019 ist, die ersten 7 Monate dieses Jahres machen das Jahr bisher zum zweitwärmsten der Geschichte. Das heißt, wir sind ungefähr da, wo das Sternchen ist. Wenn jetzt die nächsten Monate noch sehr, sehr kühl werden, dann könnte es natürlich dann nicht das zweitwärmste, sondern nur das drittwärmste werden. Aber es befindet sich eben hier in dieser Wolke von, dass die letzten Jahre, die wir erlebt haben, immer die wärmsten waren. Also die letzten 5 Jahre waren die wärmsten und 2019 wird eben auch noch eines dieser sehr, sehr warmen Jahre werden.
Ja, das wollte ich zu dieser Folie sagen. Okay. Nur 1% der Wärme, die in der Atmosphäre produziert wird durch die Treibhauswirkung, verbleibt überhaupt in der Atmosphäre. Vieles davon wird eben in anderen Bereichen aufgenommen. Darunter fallen Land und Eis. Und das kann man leider wieder nicht sehen. Also hier ist ein roter Pfeil. Hier ist ungefähr die Wärmemenge, die in der Atmosphäre verbleibt. Dieser Teil wird durch Land und Eis aufgenommen. Und dieser riesige blaue Teil, also dunkel und hellblau, das ist die die Wärme, die durch den Ozean aufgenommen wird. Das heißt, der Ozean heizt sich langsam auf. Da der unfassbar groß ist, beobachten wir eine Aufheizung von ungefähr 0,1 Grad bisher. Das klingt super wenig, aber wenn man sich vorstellt, dass er durchschnittlich 4 Kilometer tief ist, dann ist das einfach eine riesige Menge an Energie, die der aufgenommen hat. Zum Glück, denn sonst wären wir hier wahrscheinlich schon verbrannt. Weitere Beobachtungen, die man im Ozean macht, ist, dass der pH-Wert sinkt. Denn der CO2-Gehalt in der Luft steigt, dadurch erhöht sich der Gasdruck und es löst sich mehr CO2 im Ozeanwasser. Das bildet Kohlensäure und H+-Ionen spalten sich ab und die sind eben für die Säurewirkung verantwortlich. Die Konzentration der H+-Ionen im Meer ist um rund 30% gestiegen. Wenn man das allerdings in die logarithmische pH-Wertskala umrechnet, dann sieht man nur, dass der pH-Wert von 8,2 auf 8,1 gesunken ist. Und das alarmiert einen noch nicht so richtig. Aber es ist, wie gesagt, eine logarithmische Skala. Und man muss sich bewusst machen, dass eben die Säurewirkung im Wasser doch in kurzer Zeit doch extrem gestiegen ist. Und was man auch beobachtet, ist, dass sich im Meer immer weiter Zonen ausbreiten, in denen besonders wenig Sauerstoff vorhanden ist, was eben alle Organismen, die atmen müssen, vor Schwierigkeiten stellt. Das passiert häufiger und in immer größerem Stil. Die Kryosphäre ist, das sind die Teile der Welt, die gefroren sind. Und an denen sehen wir eigentlich die dramatischsten Veränderungen. Zum einen sehen wir, dass Grönland schmilzt. Alles, was rot ist, schmilzt. Was dunkelrot ist, schmilzt noch mehr. Also da hat Grönland besonders viel an Eismasse verloren. Das sind jetzt das sind die Daten von 2002 bis 2016 und sie setzen sich immer weiter fort. Die Antarktis am Südpol schmilzt ebenfalls und die Antarktis ist einfach mal 6-mal größer als Grönland. Und das heißt, dieser rote Teil hier ist ungefähr so groß wie Grönland. Das heißt, auch hier haben wir einen massiven Eisverlust. Gleichzeitig wächst der Eisschild in der Antarktis, das sieht man hier an diesen blauen Bereichen, aber das Wachstum kann den Verlust des Eises nicht ausgleichen, sodass beide Eisschilde, Grönland und Antarktis, in der Summe an Eismasse verlieren. Weitere Beobachtungen der Kryosphäre sind, dass in der Arktis das Sommermeereis immer weiter verschwindet. Das ist von letztem Jahr ein Bild und eigentlich sollte die weiße Fläche an die gelbe Linie heranreichen. Das ist nämlich so das durchschnittliche Sommermeereis gewesen. Das tut es nicht und in diesem Jahr haben wir bis zu diesem Zeitpunkt das zweitgeringste oder die zweitgeringste Meereisausdehnung, die wir in der Arktis beobachtet haben, immer in unserem Beobachtungszeitraum von 40 Jahren, also seit 1979. Und das kann man leider auch schlecht sehen. Permafrostböden, die tauen ganz massiv auf. Permafrostböden haben sehr viel Kohlenstoff gespeichert, also CO2 und Methan. Und dort halten auch viele Mikroorganismen ihren Winterschlaf quasi seit vielen tausend Jahren. Und durch das Schmelzen wird Methan dann freigesetzt. Die Böden verlieren auch an Volumen und stürzen ein. Und dann entstehen solche Krater. Und dieser Krater hier ist aus Sibirien, das ist ein Google Earth-Foto. Der ist ungefähr 1 Kilometer lang, der ist 100 Meter tief. Und eine weitere Beobachtung, die man machen kann, ist, dass der Meeresspiegel steigt. Wir sind ungefähr bei 25 Zentimeter, also das ist so Gummistiefelhöhe. Und letztes Jahr lag die Meeresspiegelanstiegsrate bei nur 3,7 mm. Und das klingt sehr wenig. Man könnte sagen, okay, wenn das jetzt bis zum Ende des Jahrhunderts weitergeht, dann sind das ja nur 25 cm. Diese Rate ist aber 2- bis 3-mal höher als das, was wir im letzten Jahrhundert
beobachten konnten. Das waren nämlich 1,2 bis 1,7 Millimeter. Und wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, dann liest man immer Daten und sagt, okay, wir wissen, das Eis schmilzt schneller und der Meeresspiegel steigt auch schneller, als wir uns das gedacht haben. Und dann kommt im nächsten Moment irgendeine Studie raus von irgendwelchen Kollegen und die sagen, ja, wir haben gesehen, die Schmelzrate war doch 100-mal höher, als wir uns das gedacht haben von irgendeinem Gletscher. Und wir müssen eben immer wieder feststellen, dass die Vermutungen oder die, ja, die Grundlagen, auf denen Projektionen gemacht werden, aber auch eben die beobachten, wie die erklärt werden, dass diese Grundlagen oft weit unterschätzt sind von dem, was wir dann in der Natur ein, zwei Jahre später messen. Dann, das sind also alles, das ist im Grunde noch gar keine Wissenschaft, das kann man auch nicht leugnen, das sind einfach nur Beobachtungen von Satelliten, von einem Thermometer oder dass ich da mal mit Stock im Boden rumstocher. Und das sind aber alles Veränderungen, die die Erde als Ganzes sehr schnell verändern, weil wir das in nur 200 Jahren machen und das hat sehr tiefgreifende Auswirkungen auf das Ökosystem und letztlich auch auf uns Menschen, weil wir nämlich Nahrung, Wasser und ein sicheres Zuhause brauchen. Und ich möchte euch jetzt erzählen, was globale Kipppunkte sind. Das ist ein Konzept, das kommt vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung. Das haben die, glaube ich, vor ungefähr 10 Jahren oder so veröffentlicht. Und das Konzept ist folgendes, dass eben unser Klimasystem aus sehr vielen Bausteinen besteht. Und jeder Baustein hat eine bestimmte Sensibilität und eine Toleranzgrenze. Und wenn diese Toleranzgrenze überschritten wird, dann verändert sich der Baustein und vor allen Dingen auch die Wechselwirkung zu anderen Bausteinen. Und diese Veränderung, die ist sehr schnell, die ist irreversibel und meist nonlinear. Und das führt dann eben dazu, dass eine Wechselwirkung zwischen zwei Bausteinen gestört ist. Und in den meisten Fällen führt es dazu, wenn ein Kippelement überschritten wird, dass es die anderen Bausteine des Klimasystems so beeinflusst, dass die Temperatur auf der Erde sich weiter erwärmt. Und eine Erwärmung führt eben dazu, dass das nächste Kippelement anfängt zu wackeln, zu kippen und eins nach dem nächsten mitgerissen wird, sich diese Entwicklung auch weiter immer verschnellert und wir eben durch eine positive Rückkopplung ein Hochschrauben der globalen Temperatur erwarten müssen. Es gibt sehr viele Kippelemente, ich glaube, es wurden bis zu 60 identifiziert. Ein Kippelement, was bereits als überschritten gilt, das ist der westantarktische Eisschild. Und wenn man sich den mal anschaut, dann sieht man, oder das ist eine Animation auch von der NASA, darüber, wie der Eisschild sich bewegt. Denn wenn ein Eisschild an Land liegt und eine gewisse Größe und ein Gewicht erreicht, dann fängt er an zu fließen, weil Eis unter Druck eben plastisch wird. Und der Eisschild fließt von Land ins Meer rein. Und das Problem dabei ist, das Eis, was vorher an Land lag und ins Meer rutscht, das fügt dem Ozean ein neues Volumen hinzu. Das heißt, der Meeresspiegel steigt dadurch. Und wir sollten möglichst verhindern, dass die Antarktis abschmilzt. Denn wenn sie das tut, wenn sie komplett abschmilzt, dann steigt der Meeresspiegel um 60 Meter. Das heißt, die Küstenlinie wäre dann in Hannover. Zum Glück schmilzt die Antarktis nicht so schnell. Und das Kippelement, was bereits überschritten ist, das ist auch nur die Westantarktis, das heißt dieser kleine Teil. Dadurch, dass der Eisschild dort das Land unter den Meeresspiegel drückt, ist aber liegt dort zu einerseits relativ wenig Eis im Vergleich zum ostantarktischen Eisschild, aber diese Region ist besonders gefährdet. Und zwar, ihr wisst ja, der Ozean erwärmt sich, weil eben der Großteil der Wärme der Atmosphäre im Wasser aufgenommen wird. Und es kommt immer häufiger dazu, dass warme Meeresströmungen, die sich in der Tiefsee befinden, an die Antarktis herangetragen werden. Also sie fließen an die Antarktis heran. Und hier haben wir Berührungspunkte zwischen dem Kontinent, dem Eisschild und dem Wasser. Und an diesem Punkt, wo sich alle drei berühren, da ist die, wie heißt sie noch, Aufsetzlinie auf Deutsch. Und die Aufsetzlinie ist sehr, sehr wichtig, denn wenn die weggeschmolzen wird durch das warme Wasser, dann haben wir weniger Fläche zwischen dem Kontinent und dem Eisschild.
Und diese Fläche sorgt aber dafür, dass durch die Reibung die Fließgeschwindigkeit des Eisschildes abgebremst wird. Wenn jetzt also die Reibung nachlässt, dann fließt der Eisschild noch schneller ins Wasser, als er das vorher getan hat. Und da es einfach nicht genug schneit in der Antarktis, um den Verlust des Eises auszugleichen, haben wir insgesamt ein Abschmelzen des antarktischen Eisschildes und dadurch einen Meeresspiegelanstieg. Im Moment trägt die Antarktis rund ein Viertel des jährlichen Meeresspiegelanstieg bei. Und das ist eben auch, dieses Prinzip wirkt teilweise auch in Grönland, wobei die meisten Eisberührungspunkte in Grönland wirklich schon an Land liegen und nicht mehr im Wasser. Das ist ganz gut. Trotzdem sehen wir auch, dass Grönland eben sehr viel extremer abschmilzt als die Antarktis. Und dieser Mechanismus macht eben die Antarktis zu einer Art Lava-Cake, das heißt dieser Kuchen da, den man anpiekt und wo dann der flüssige Kern ausläuft. Das heißt, Entschuldigung, ich hab den roten Faden verloren. Aber wie gesagt, also die Antarktis schmilzt ab. Der Kipppunkt der Westantarktis ist überschritten. Das heißt, dieser Teil wird definitiv abschmelzen über hunderte bis tausende Jahre hinweg. Das erleben wir also nicht mehr. Dieser kleine Teil wird nur für 6 Meter Meeresspiegel verantwortlich sein. Das bedeutet aber auch, selbst wenn wir ab heute anfangen, komplett klimaneutral zu leben, wird dieser Prozess sich fortsetzen und wir werden auf jeden Fall 6 Meter Meeresspiegelanstieg haben. Das heißt, wenn ihr euch ein Schloss kauft am Meer und in 500 Jahren dort noch wohnen wollt, dann guckt, dass es höher als 6 Meter liegt. So muss man planen. Besonders in der Arktis wirkt sich der folgende Effekt aus, und zwar der des Albedo-Effektes. Wenn Meereis auf dem Wasser schwimmt, dann reflektiert die weiße Oberfläche das ganze Sonnenlicht, also bis zu 90-95%, und die Umgebung wird gekühlt. Wenn allerdings das Eis sich zurückzieht und die relativ dunkle Meeresoberfläche offen liegt, dann wird dort eben sehr viel Energie aufgenommen. Das Wasser wird warm. Und wenn sich das Eis jetzt im Winter wieder neu bilden wird, dann ist das natürlich nicht mehr so einfach, gegen diese Wärme Eis zu bilden. Und es führt auch dazu, dass sich die Nordhemisphäre an sich überhaupt erstmal richtig aufheizt. Das heißt, je weniger Eis wir an der Arktis haben, desto heißer wird uns hier in Europa. Und das sagte ich ja auch schon, wir haben in diesem Jahr das ungefähr die zweitniedrigste Meereisbedeckung, die wir beobachten. Und wir beobachten eben auch, dass es über die Zeit hinweg immer weniger wird und die Wahrscheinlichkeit, dass es in den, ich glaube, nächsten 10 Jahren komplett eisfrei wird, liegt inzwischen bei 60%. Und wenn die Arktis dann erstmal im Sommer eisfrei ist, dann verstärkt sich das natürlich so stark, dass es sehr, sehr fraglich ist, wie stark sich im Winter dann das Eis neu bilden kann. Dieser Albedo-Effekt, also der Effekt der Oberflächenfarbe, den sehen wir natürlich auch überall woanders auf der Erde. Das heißt, wenn ein Gletscher in den Alpen zum Beispiel wegschmilzt und statt einer weißen Oberfläche dann dort Moos wächst oder so, dann heizt sich es dort natürlich auch weiter auf. Also das kann man eben weltweit beobachten. Es gibt sogar Projekte, wo die Leute die Berge weiß streichen oder dunkle Flächen weiß streichen. Oder ihr habt bestimmt auch davon gehört, dass besonders Städte sich sehr, sehr krass aufheizen durch die Hitze. Und da gibt es eben auch die Idee, die Dächer weiß zu streichen, um eben einen kühlenden Effekt zu erzeugen. Das hat also wirklich eine sehr große Wirkung. Der Temperaturunterschied zwischen der Arktis und dem Äquator beeinflusst unser Wettersystem hier auf der Nordhalbkugel ganz entscheidend. Ihr habt vielleicht von der Dürre 2018 etwas über den Jetstream gehört. Das ist das Windsystem, was sich um den Nordpol herum bewegt. Und genau, das ist so eine Art Windpfad und der kann sehr stark ausbeulen. Und das tut er, wenn der Temperaturunterschied zwischen dem Pol und dem Äquator besonders gering ist. Solche starken Ausbeulen quasi. Und so eine starke Beule sorgt dafür, dass eine Wetterlage besonders lange in einem Gebiet verbleibt. Das heißt, wenn wir trockenes, warmes Wetter haben,
Dann haben wir das über mehrere Wochen und es entstehen Dürren. Oder wenn wir feuchtes, kühles Wetter haben, dann haben wir das auch über mehrere Wochen und dann können wir mit unserem Getreide, was wir anpflanzen wollten eigentlich, können wir auch nicht so richtig was anfangen, weil es nicht richtig gewachsen ist. Also beide Zustände sind schlecht für Nahrungsmittelproduktion. Die Verschiebung von Temperatur wirkt sich auch auf andere Strömungssysteme aus, auf das El Niño-System, aber auch auf die Monsunwinde in Westafrika und in Indien. In Indien gab es dieses Jahr auch eine starke Verzögerung des Monsuns und es gab da die Hitzewelle, die hat dort besonders lange angehalten und hat die 51 Grad geknackt. Und da gab es eben auch erhebliche Schwierigkeiten, weil dort auch die Wasserversorgung so schlecht ist. Es gibt große Ballungszentren, wo eben in bestimmten Stadtteilen einfach kein fließend Wasser vorhanden ist und die Menschen dann eben sich an Wasserstellen Wasser holen müssen und das eben zu Konflikten führt. Besonders wenn man über Wochen hinweg unter so tödlichen Umständen lebt und sich dem auch nicht entziehen kann. Also dann ist das nachts mal irgendwie auf 40 Grad runtergekühlt oder so. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also. Strömungssysteme, genau, ja, Golfstrom. Der wird natürlich auch irgendwie davon beeinflusst und, das, und die Bildung des antarktischen Tiefenwassers auch. Das heißt, die Abkühlung von Wasser sinkt, sorgt dafür, dass das Wasser absinkt und zieht quasi an der Oberfläche die Strömung nach. Das heißt, das globale Strömungssystem im Meer wird grundsätzlich davon angetrieben und verändern sich die Strömungen, wird eben das gesamte globale Strömungssystem verändert. Was kommt jetzt? Extreme Wetterereignisse habe ich gerade eben schon genannt, sehr warme, trockene Perioden oder feuchte Perioden. Das führt natürlich auch zu Fluten und Überschwemmungen. Und das Wasser wird auch zum Problem, was ich schon sagte, beim Meeresspiegelanstieg. Und es gibt da ein ganz, ganz extremes Beispiel aus Jakarta. Da sage ich euch auch, was ihr sehen solltet. Das ist eine Mauer, da steht jemand drauf. Auf der einen Seite ist das Wasser, das ist das Meer, was gerade Hochwasser trägt. Und auf der anderen Seite ist eine Siedlung. Und hier stehen Leute und gucken, wie das Wasser unten durchblubbert. Das ist ein ärmeres Viertel in Jakarta, das wurde eingemauert, damit es nicht jeden Tag unter Wasser steht. Und das Problem in Jakarta ist, dass durch das Wachstum der Stadt, der Boden stark verdichtet wird, es wird sehr viel Grundwasser entnommen und der Boden setzt sich jährlich bis zu 20 Zentimeter, sinkt er einfach ab. Dann kommt der Meeresspiegelanstieg dazu und ja, setzt immer größere Stadtteile in Jakarta unter Wasser. Jakarta ist die zweitgrößte Metropole der Welt mit 30 Millionen Menschen und ich glaube, letzte Woche war das in den Medien, dass eben der Bürgermeister entschlossen hat, dass Jakarta umgesiedelt wird nach Borneo. 30 Millionen Menschen. Und genau, also und hier kommen eben mehrere Faktoren zusammen, also nicht der Meeresspiegelanstieg nur an sich, sondern eben auch die Manipulation des Menschen durch Grundwasserentnahme und solche Sachen. Aber zurück zu den Kippelementen der Erde. Es gibt sehr viele Reservoirs, wo Kohlenstoff gespeichert ist. Das kennt ihr, Bäume, also das Amazonasgebiet, die ganzen Wälder in Kanada, in Sibirien, aber auch die Permafrostböden. Das Meer ist unglaublich voll von Kohlenstoff, in Form von Plankton, aber auch in gelöster Form. Es gibt Methanhydrate am Meeresboden und natürlich sind unsere fossilen Brennstoffe auch große Reservoirs. Und alle diese Fässer machen wir auf und schleudern sie in die Atmosphäre. Ja, ein Kippelement ist zum Beispiel der Amazonas. Das heißt, wenn wir den weiter abbrennen, dann stören wir da natürlich den Nährstoffhaushalt, wir die Böden erodieren, der Wasserhaushalt wird gestört. Es kann dazu führen, dass das Gebiet besonders trocken wird und die Brände sich quasi verselbstständigen und das System so trocken wird, dass der Wald einfach komplett abstirbt und sämtlicher Kohlenstoff dann freigesetzt wird und eben auch zum Beispiel die Sauerstoffproduktion, aber auch sämtliche Biodiversität, Wasserhaushalt und so weiter, dort alles eben ja, zusammenbricht. Dann weitere Kippelemente gibt es im Meer. Die tropischen Korallenriffe sind die Kinderstube des Meeres. Dort werden sehr viele Larven abgelegt, weil es sehr geschützt ist. Und viele Fische werden da groß.
Es ist auch gleichzeitig der Teil im Meer, der die größte Biodiversität hat. Und das Problem der Korallen ist, die können nicht weglaufen. Das heißt, wenn es zu heiß wird, dann sterben die einfach irgendwann ab. Ich glaube, so bei 31, 32 Grad Wassertemperatur. Und die kämpfen natürlich auch gegen den sinkenden pH-Wert, das ist ja klar. Genau, ja, das war es eigentlich auch schon zu den Korallen. Ach so, nein. Ich sagte ja eingangs, wir beobachten eine globale Temperatur von plus 1,1 Grad. Die Reporte des Weltklimarats, die hier gerade so rumfliegen, das könnt ihr gleich noch angucken, die haben vor ein paar Jahren gesagt, okay, wir können ungefähr abschätzen, wie schlecht es ihnen geht. Sollten wir 1,5 Grad erreichen, dann werden ungefähr 80% der Korallenriffe absterben. Sollten wir die 2 Grad erreichen, dann werden alle absterben. Also 99%, das ist für mich alle. Und das heißt, falls ihr nochmal Korallen sehen sollt, dann macht das jetzt. Dann sagte ich ja, haben wir ein Problem mit den Sauerstoffminimumzonen im Meer. Das heißt, besonders höhere Organismen, die eben auf aktive Atmung angewiesen sind, die ersticken im Meer. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass insbesondere in Entwicklungsländern Fisch eine sehr wichtige Proteinquelle ist. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir in Zukunft für das Klima weniger auf tierische Produkte setzen und dann vielleicht auch eher mehr Fisch essen, dann sehen wir auch da, dass sich das irgendwie nicht miteinander verträgt, weil die Fischbestände ja jetzt auch schon überfischt sind. Das heißt, auch hier haben wir eine Verknappung der Ressourcen. Und was ich auch schon sagte, die Ozeanversauerung sorgt dafür, dass zum Beispiel solche Flügelschnecken hier ihr Gehäuse immer weiter verlieren. Die Bildung von Kalk für solche Kleinstorganismen ist sehr energieaufwendig. Häufig machen die das auch innerhalb von sehr kurzer Zeit, wenn sie vom Larvenstadium in ihr Erwachsenenstadium wechseln. Und das erfordert so viel Energie, dass die Organismen das halt ab einem gewissen pH-Wert nicht mehr schaffen und dann eben ohne Gehäuse leben und dann einfach kein gesundes Ökosystem mehr bilden, entweder aussterben oder ihre Funktion im Ökosystem so stark eingeschränkt ist, dass sie dann das langfristig da nicht mehr unterstützen können. Und das betrifft ja nicht nur Muscheln und Korallen und so weiter, sondern eben auch viele Planktonarten, die Kalkschalen bilden. Und wer es noch nicht wusste, die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde wird nur durch Plankton produziert. Nicht das gesamte Plankton ist kalkbildend, aber doch große Teile davon. Das heißt, wir killen hier unsere Sauerstofflieferanten. Wobei allerdings die Natur findet immer einen Weg. Das heißt, die Produktion von Sauerstoff wird nicht aufhören, sie wird sich nur anders verlagern. Und die Frage ist halt, wie macht sie das? Und machen wir das mit? Aussterben. Ja, der Mensch. Was der Mensch macht, macht der Mensch sehr gründlich. Wir erwärmen ja nicht nur die Erde, sondern wir sprühen auch Herbizide, Pestizide. Wir versiegeln Oberflächen, wir nehmen das Wasser weg, wir schießen Tiere ab und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ein Viertel aller Tierarten vom Aussterben bedroht sind zu diesem Zeitpunkt. Und die artenreichste Gruppe, das sind die Insekten mit rund 1 Million Arten, die sind davon am stärksten betroffen. Und davon sind wir auch am stärksten betroffen, weil eben die Insekten unsere Nahrung bestäuben. Wo wir dann bei der Nahrungsmittelproduktion wären. Grundsätzlich haben wir ja mehr CO2 in der Luft, was die Photosynthese begünstigt. Das ist auch ganz toll. Man hat aber Experimente gemacht. Okay, was machen die Pflanzen eigentlich, wenn sich der CO2-Wert jetzt zum Beispiel verdoppelt? Und haben festgestellt, okay, bei Weizen ist das so, das bildet 15% weniger Protein als vorher. Das heißt, auch hier haben wir ein Problem damit, unseren Proteinbedarf der Menschheit abzudecken. Gleichzeitig kommt da natürlich dazu, was ich auch schon sagte, die Böden sind erodiert. Wir haben extreme Wetterereignisse, also Regen, aber auch Hitze und so weiter, was eben immer dazu führt, dass die Ernten nicht stabil sind, sondern wir immer wieder Ernteeinbrüche haben. 2018 war es, glaube ich, so, dass die globale Weizenproduktion den globalen Weizenkonsum unterschritten hat. Das heißt, die Kornspeicher angezapft wurden in dem Fall. Und die Frage ist halt, also wir hatten in den letzten 5 Jahren eben diese heißen Jahre, wenn sich das jetzt noch 5, 6 Jahre weiter
entwickelt und wir eben ein paar schlechte Jahre haben. Was passiert, wenn dann die Kornspeicher irgendwann mal leer sind oder wenn die regelmäßig angezapft werden? Und da bin ich auch schon beim Thema Konflikte. Also man kann nicht sagen, dass das Klima direkt für Konflikte verantwortlich ist, aber das Klima ist ein ganz großer Stressfaktor, wenn wir zum Beispiel die Dürre betrachten, die im Mittelmeerraum und in Syrien geherrscht hat. Die war einfach, die hat, glaube ich, von 2006 bis 2010 dort bestanden und war ein zusätzlicher Stressfaktor dafür, dass eben der Konflikt in Syrien eskaliert ist. Und es gab gestern auch einen guten Vortrag von Michael sowieso. Und der hat anhand von Satellitenbildern eben auch recherchiert, inwiefern bewaffnete Konflikte mit Ressourcenverteilung zusammenhängen, was man eben anhand von Satellitenbildern auch erörtern konnte. Ja, bewaffnete Konflikte. Und der Weltklimarat, der macht eben, der denkt sich jetzt auch, okay, es läuft nicht so gut, wie könnte das in Zukunft laufen? Und der macht Projektionen. Und Projektionen kann man leider nicht vergleichen wie den Blick in eine Glaskugel, das kann nämlich keiner von uns. Und, Wettervorhersagen können wir auch nur für 3 Tage machen und nicht für 30 Jahre. Deswegen sind Projektionen immer Szenarien. Also wenn wir uns, wenn wir ein bestimmtes Verhalten fortführen, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, wie sich die Parameter verändern werden. Und es gibt da Szenarien, die sehen sehr gut aus. Das wäre dann der Fall, wenn wir alles richtig machen, beziehungsweise wenn wir schon vor ein paar Jahren alles richtig gemacht haben. Und das sind dann diese blauen Kurven, also dunkel und hellblau. Das ist dann bekannt unter RCP 2.6, 4.5 und so weiter. Das sind jetzt Zahlen, die muss man sich nicht merken. Aber auf jeden Fall würden die sagen, so für die nächsten 500 Jahre bleibt der CO2-Wert dann doch relativ stabil. Der könnte sogar wieder sinken. Und auch Temperatur könnte langfristig wieder auf 1 Grad oder vielleicht sogar noch weniger sinken. Meeresspiegel steigt, da können wir nichts machen. Und das Blöde ist, dass wir mit dem, was wir heute tun, uns leider auf dem Pfad der dunkelroten Linie befinden, also im Worst-Case-Szenario, was die projiziert haben. Und das würde für das Jahr 2100 bedeuten, dass wir 650 ppm CO2 in der Luft haben. Das ist mehr als verdoppelt. Wir hätten ungefähr eine Temperatur von plus 4 Grad und einen Meeresspiegelanstieg von 1 bis 3 Grad. Aber das ist eine Projektion von 2012. Und wir haben festgestellt, dass eben, was ich vorhin schon sagte, immer wenn wir denken, wir haben verstanden, was da passiert, dann kommt es noch mal 100-mal schlimmer. Es gibt auch Forscher, die denken, okay, was passiert denn mit uns Menschen? Es gibt da zwei, die haben dieses Jahr sich Gedanken darüber gemacht und haben gesagt, okay, diese Kippelemente, die eben eine nach dem anderen zu kippen drohen, viele von denen sind so sensibel, dass sie schon bei einer globalen Erwärmung von unter 2 Grad in Gefahr geraten. Und der Weltklimarat sagt, dass auch schon bei einer Temperatur von 1,5 Grad, besonders wenn sie über lange Zeit wirkt, eben auch 2, 3 weitere Kippelemente zu kippen drohen und wir dann eben das Ganze überhaupt nicht mehr aufhalten können. Und die beiden, das sind zwei Australier, die haben gesagt, okay, bei 2 Grad, da haben wir dann so eine so große Hitze, dass wir eben Wasser und Nahrung, also eine Verknappung von Wasser und Nahrung haben. Und die sagen eben, diese nichtlinearen Ereignisse in der Umwelt führen zu nichtlinearen Ereignissen in der Gesellschaft. Und was wir uns begreiflich machen müssen, ist eben, dass wir in allen Punkten der Erde so stark manipuliert haben, dass es auch einfach besonders viele Menschen betreffen wird. Der Meeresspiegelanstieg von 1 bis 3 Meter, der wird ein Viertel bis zur Hälfte der Menschheit betreffen, weil einfach viele Metropolen an der Küste leben. Die extreme Wetterereignisse wird auch sehr viele Menschen beeinflussen und grundsätzlich wird es zu großen Migrationsbewegungen kommen, auch einfach dadurch, dass die tropischen Zonen immer weniger lebensfreundlich sind, dass es einfach so heiß wird, dass wir in den Norden und den Süden abwandern müssen. Und grundsätzlich wird es große Migrationsströme geben.
Es gibt noch einen anderen Professor aus England, den habe ich jetzt hier nicht dabei, aber der sagt, bei plus 4 Grad wird die Zivilisation enden. Und wenn wir uns vorstellen, dass die plus 4 Grad schon für die nächsten 80 Jahre projiziert werden, dann sprechen wir hier davon, dass dieses Jahrhundert das letzte Jahrhundert sein wird. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wir werden alle sterben, aber wir können uns vielleicht dann noch aussuchen, wie schlimm wir das machen. Denn ich bin noch nicht fertig. Wie lange habe ich denn? Oder wie viel Uhr ist eigentlich? Viertel vor, Viertel vor, okay. Ja, so, denn jetzt wird es unangenehm. Also, wenn es jetzt noch nicht unangenehm war, dann wird es jetzt unangenehm. Weil, also, das sieht alles unglaublich scheiße aus. Wir können aber was tun. Und da ist natürlich die Frage, okay, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich dafür? Und da muss ich leider sagen, die obersten, die reichsten 10% der Menschheit sind für 90% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Gute daran ist, wenn diese oberen 10% sich verändern, das heißt ihren Ausstoß halbieren zum Beispiel, dann haben wir das Problem eigentlich schon halb in den Griff gekriegt. Und was da eben auch dazu kommt, wo der Begriff Climate Justice auch häufig fällt, ist, dass die industrialisierten Staaten schon seit 200 Jahren sehr viel CO2 freisetzen, dadurch ein großes Kapital angehäuft haben, ein Reichtum erlangt haben. Und jetzt, wo all die Entwicklungsländer nachziehen wollen, die unter anderem auch sehr, sehr stark durch die Veränderungen leiden, viel stärker als wir, jetzt kommen wir an und sagen, ah nee, wisst ihr, wir haben das Klima kaputt gemacht und jetzt müssen wir aber alle super ökologisch leben. Und das, was wir euch an Luxus und Lebensqualität verkaufen, also hier Handy und Autofahren und so, das könnt ihr euch jetzt nicht leisten. Es gibt... Und da habe ich in den letzten 2 Tagen hier sehr viele Diskussionen gehabt und sehr gute Diskussionen. Ich finde, diskutieren ist immer gut. Es gibt 2 Ansätze. Das eine ist, wir müssen auf die Global Player gucken, auf Politik, auf Industrie, denn die stoßen CO2 aus, ohne dass wir das wollen. Also klar, wir können Ökostrom kaufen, aber wir können nicht hingehen und das Kohlekraftwerk selber abschalten. Auch wenn wir das gerne tun würden, wir können es nicht. Das wird eben durch die Politik subventioniert. Und wir müssen eben die Politik sehr stark dazu bewegen, dass wir nicht gezwungenermaßen zum Klimasünder werden. Wodurch, und da finde ich es sehr gut, dass zum Beispiel Extinction Rebellion, Fridays for Future und so weiter der Politik sehr viel auf den Sack geht, viel in den Medien präsent ist. Auf der anderen Seite sind das Prozesse... Auf der anderen Seite sind das Prozesse, die nicht von heute auf morgen passieren. Also der globale Streik ist am 20. September und bis dahin ist jede Woche, in der nichts passiert, eine Woche, die verloren ist. Und da kommt dann die Diskussion zustande, indem ich sage, wir als Konsumenten haben auch die Verantwortung. Denn wir gehören alle zu den oberen 10%, die eben so unglaublich viel emittieren. Und genau, um das ein bisschen abzukürzen, möchte ich euch eine Homepage empfehlen. Das ist die Seite des Umweltbundesamtes. Dort kann man seinen eigenen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Beim Durchschnittsdeutschen liegt der bei 12 Tonnen. Und das Umweltbundesamt gibt eine Empfehlung ab, wie viele Tonnen denn okay wären so für die Umwelt. Und da möchte ich euch fragen, habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele Tonnen okay wären? 2, sagst du? Ja, sagt eine. Du hast nachgeguckt. Ja. Also eine Tonne ist okay, laut dem Umweltbundesamt. 12 emittieren wir. Das heißt, da gibt es noch einiges zu tun. Und worauf ich auch gerne hinweise, ist, dass das ist natürlich der Durchschnittsfußabdruck. Das gilt natürlich nicht für alle, aber allein 40% des Durchschnittsfußabdrucks entfallen auf Konsumgüter. Das heißt, das ist nichts, was wir wirklich brauchen. Aber das ist etwas, was wir gebrauchen, um die Erde kaputt zu machen. Ah, genau. Und der Rechner ist eigentlich auch super, dass man mal ausprobieren kann, okay, wenn ich jetzt vom fleischreduzierten Konsum auf vegan umstelle, wie viel würde ich da eigentlich einsparen? Da kann man sehr viel herumspielen mit diesem Rechner und gucken, wow, hey, ich kann 2 Tonnen einsparen. Und dann kann man eingeben,
Ja, ich habe jetzt, ich bin viel Fahrrad gefahren, ich habe mich bewusst ernährt, regional, ökologisch. Ich habe 2 Tonnen eingespart. Und weil ich so viel Opfer bringe, möchte ich jetzt nochmal nach Asien fliegen, nach Thailand. Und dann rechnet man das damit rein und dann weiß man, man würde durch diesen Flug 6 Tonnen CO2 freisetzen, hat vorher 2 Tonnen eingespart. Diese Rechnung geht nicht auf. Und weil es eben auch so kontrovers ist, inwiefern das Individuum und die individuellen Entscheidungen das Klima retten können, empfehle ich sehr, dass jeder das für sich macht und seinen Lebensstil dementsprechend anpasst oder nicht anpasst. Das müsst ihr selber wissen. Ihr habt ja jetzt die Information, was passiert, wenn das alles nicht angepasst wird. Das überspringen wir. So. Ein hochtrabendes Zitat und dann mache ich Schluss. Und zwar sagt Dr. Heinrich Bottermann, wir sind womöglich die letzte Generation, die den Umschwung noch schaffen kann und gleichzeitig die erste, die unter den massiven Auswirkungen der globalen Veränderungen zu leiden hat. Und ich sage, wir sprechen hier nicht mehr darüber, dass wir Bäume umarmen, wir sprechen auch nicht darüber, dass wir die Zukunft unserer Kinder kaputt machen. Wir sprechen davon, dass wir unsere Lebensbedingungen in den nächsten 10 bis 20 Jahren radikal verschlechtern mit dem, was wir in diesem Moment tun. Ja, danke schön, dass ihr durchgehalten habt. Ja, vielen lieben Dank, Elena. Ja, klingt schon so, als ob wir nicht sofort alle sterben werden, aber schon so ein bisschen, als ob die Party doch ein bisschen vorbei ist. Genau. Ja, gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also, wir haben dort vorne ein Zuschauermikrofon und wenn ihr Fragen an Elena habt, dann wäre es super, wenn ihr da einfach jetzt vorbeikommen würdet und eure Frage stellt. Und solange ihr zögert, im Anschluss kommt noch ein Talk auf Englisch und um 18 Uhr kommt was über Carbon Capture, im Meitner-Zelt. Genau, wir werden im Anschluss hier noch Climate Breakdown, The Reality is Bleak, haben. Das wird sich wahrscheinlich auch mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen. Und ja, gut. Ich fürchte, unser Publikum ist etwas schüchtern, aber ja, okay, wir haben schon 2 Mutige da vorne. Ist das an? Ja, das ist an. Es gibt so Institutionen, die du auch im Internet sehen kannst, wo du dein CO2 ausgleichen kannst. Zum Beispiel, wenn du jetzt nach Thailand fliegen würdest, ist das Augenwischerei oder können die wirklich was? Dafür, das zu beurteilen, dafür fehlt mir die Expertise. Aber es gibt zum Beispiel, oder das habe ich jetzt gerade gelesen, es gibt die Kritik daran, dass zum Beispiel durch Aufforstung Menschen, die dort leben, vertrieben werden. Das heißt, dass auch selbst das dazu führt, dass es politische Spannungen gibt und einigen Menschen wieder die Lebensgrundlage entzieht. Auf der anderen Seite mache ich meinen CO2-Ausgleich über Atmosphäre und die verzichten ganz bewusst auf Waldprojekte, sondern die unterstützen eben Projekte Biogasanlagen und Kochstationen insbesondere, um eben das, was man da ausgestoßen hat, auf der anderen Seite wieder einzusparen. Letztlich ist das aber, wie du sagst, Augenwischerei, denn es ändert nicht unser Verhalten. Wir betreiben da nur einen Ablasshandel und solange wir nicht bewusst konsumieren und sagen, okay, dieser eine Flug, der muss jetzt sein, ich will es auch nicht, aber ich muss das machen, aber die 5 anderen Flüge nach Malle und Weihnachtsshopping in New York und so, die klemme ich mir jetzt. Und wenn das passiert, dann ist da schon mehr gewonnen. Aber den CO2-Ausgleich nicht zu machen, ist meines Erachtens schlimmer, als es zu machen. Okay, aber es skaliert nicht bis ins Unendliche. Ich kann dann sagen, oh, ich bezahle das alles und reise so viel ich will, ist nicht das Mittel der Wahl. Kannst du machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mein CO2-Emissionen meines Lebens ausrechne und mein komplettes Leben kompensiere. Aber irgendwann kannst du an den anderen Punkten und diese Projekte setzen in Entwicklungsländern an, irgendwann ist da auch das Potenzial ausgeschöpft und dann stehen wir wieder vor dem Problem, dass wir eben endliche Ressourcen haben. Das skaliert nicht. Ja. Ja. Okay, bitteschön. Ja, keine Frage, aber eine Anmerkung. Ja. Die Energy Watch Group, die hat jetzt früher eine Studie veröffentlicht, wo gezeigt wird mit riesigen Rechenmodellen, dass die Energie auf 100% erneuerbare umgestellt werden kann.
Die Studie kann man sich bei energywatchgroup.org runterladen. Auch die ganzen Excel-Tabellen und so. Ja. NRW heißt das? Nee, Energie Watch Group. Okay, kenne ich nicht. Energiewatchgroup.org. Ja. Ja. Wie gesagt, da bin ich leider auch kein Experte. Ich suche im Matt nach chemischen Mikrofossilien. So. Da gibt es aber sehr guten inhaltlichen Input von zum Beispiel Volker Quaschning, der ist auch einer der führenden Personen von Scientists for Future, der sich eben damit sehr, sehr gut auseinandersetzt. Und da empfehle ich von Jung und Naiv das Interview, was er geführt hat. Ja, aber es besteht ja offensichtlich noch Hoffnung. Auf dem Kanal Liebe in der Energiewende von YouTube wird es auch vorgestellt, diese Studie. Okay. Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für den sehr kompakten Vortrag. Ich habe ganz viel gelernt. Ich mache mir Gedanken um die Frage, was kann man individuell beitragen? Wie können wir individuell, du sagst halbieren, wäre so eine große Größe. Da möchte ich einen Gedanken beitragen, den ich schon jetzt auch hier in den letzten Tagen öfter diskutiert habe. Wir sind um und bei 7, irgendwas Milliarden Menschen auf dem Planeten. Sieht aus, als würde es auf die ungefähr 10 Milliarden zugehen. Die Raten sinken, also das geht nicht exponentiell weiter wie bisher. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Problem, vielleicht, dass wir einfach mal ein paar zu viele sind. Also nicht zu viel im Sinne von zu viel, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn hier nichts passiert, dann passiert was. Nämlich, du hast es schon angesprochen, dann werden ganz viele sterben. Das ist mal einfach so. Das tun Menschen sowieso. Die Frage ist, wann, wo und wie. Ja, das heißt, in den nächsten 100 Jahren, wenn wir die Lebensräume halbiert haben, die Ressourcen, die als Nahrung zur Verfügung stehen, halbiert haben, können wir auch nur noch die Hälfte Menschen ernähren. Die Frage ist, wer stirbt wann, wo und wie? Und die Frage muss erlaubt sein, die auch Alexandria Ocasio-Cortez mal gestellt hat, ist es noch legitim, neue Kinder in die Welt zu setzen? Und ich denke, da müssen wir jetzt ernsthaft auch drüber nachdenken als Option. Ich kann ja auch die Emissionen halbieren, indem ich die Menschheit halbiere. Dazu ein kleines Rechenbeispiel. Die älteste Person ist heute 116 Jahre alt. Wurde 1903 geboren und in ihrem Leben ist die gesamte Menschheit einmal gestorben. Das heißt, wir können in 100 Jahren die Menschheit auf einen beliebigen neuen Betrag bringen, auf eine beliebige neue Anzahl Menschen, einfach dadurch, dass wir weniger dazu tun. Das ist auch so eine Frage von unbegrenztem Wachstum und sowas. Also vielleicht auch eine Option, vielleicht nur noch ein Kind zu machen statt fünf oder so. Das finde ich sehr gut, dass du das Fass aufgemacht hast. Da haben wir uns gestern, wir sind uns nicht an die Gurgel gegangen, aber wir haben sehr verschiedene Meinungen ausgetauscht. Es gibt da die rationale und die emotionale Ebene, sage ich immer. Also rational betrachtet setze ich einen Menschen in die Welt, der ebenfalls einen durchschnittlichen Fußabdruck von 12 Tonnen pro Jahr hat, weil er eben zu den 10% gehört, weil er hier geboren ist. Und emotional auf der Ebene setze ich ein Kind in die Welt, von wo ich ganz genau weiß, dass es in spätestens 50 Jahren verdursten oder verhungern oder Opfer eines Konflikts werden wird. Also das heißt, ich töte mein Kind schon dadurch, dass ich es in die Welt setze. Dadurch, dass ich, das tut mir leid, das so hart zu sagen, aber ich habe einfach aktiv die Lebensgrundlage meines Kindes zerstört. Und was du auch sagtest, wenn wir alle nur ein statt zwei Kinder kriegen und so weiter, dann macht es auch einen ganz, ganz massiven Unterschied, wer in der Welt ein Kind kriegt. Wenn wir die oberen 10% halbieren oder wenn die einfach mal auf Kinder verzichten, dann haben wir da einen viel größeren Einfluss, als das in den Ländern zu tun, wo die Menschen wirklich nur eine halbe Tonne pro Jahr ausstoßen. CO2-Emissionen sind nicht alles. Da kommen natürlich dann auch die Versiegelung von Oberflächen, Pestizide und das alles dazu. Aber wenn wir dann eben nur von den Emissionen sprechen, dann muss man eben auch die Verteilung betrachten und wer ein Kind bekommt. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die sagen, 10 Kinder ist nicht meins, ich mache jetzt nur noch 2, da ist es dann, steht es häufig in Verbindung auch mit einem erhöhten Lebensstandard und der Lebensstandard korreliert ganz massiv mit den CO2-Emissionen. Das heißt, je mehr Geld die Menschen haben, desto mehr CO2 emittieren sie auch. Das heißt, das beißt sich da auch wieder alles, wenn die Menschen insgesamt weniger Kinder kriegen, denn häufig, weil es ihnen besser geht und sie dann dadurch mehr CO2 auch freisetzen, als wenn es ihnen schlechter gehen würde und sie doppelt so viele Kinder hätten.
aber das ist so komplex und so. Und ich finde sehr gut, dass du es ansprichst, weil einem da auch sehr starke Emotionen entgegenschlagen, gerade von Eltern. Und ich sage nie, du hast dein Kind getötet, weil du es in die Welt gesetzt hast. Aber man muss es leider auch rational betrachten, weil ob der Teller voll oder halb leer ist, das ist dann eben auch etwas, was wir alle spüren. So. Aber es gibt noch weitere Fragen. Ja, man hört ja immer in letzter Zeit von den Kipp-Effekten, die eigentlich dann suggerieren, im Prinzip entgleitet uns das alles schon so und wir haben eigentlich keine Chance mehr, diese ganzen Kipp-Effekte alle einzeln irgendwie einzufangen. Man hat ja so ein bisschen so die Tendenz, sich so an den letzten Strohhalm irgendwie zu klammern. Also wenn ich jetzt Klimaforscher wäre, ich würde vielleicht die Frage aufwerfen, gibt es auch Bremseffekte? Irgendwie beispielsweise irgendwo schmilzt das Eis ab, es bildet sich neue Vegetation, die dann wieder CO2 zieht. Also das war jetzt mal so ein ganz naiver Effekt. Aber gibt es Forschung darüber, ob es vielleicht auch Bremseffekte gibt? Dadurch, dass sich durch die globale Erwärmung auch es irgendeinen Effekt gibt, der das nicht nur zum Kippen bringt, sondern auch vielleicht das Ganze bremst. Ist dir da was bekannt? Also zum einen gibt es die kühlende Wirkung von Aerosolen. Wir verbrennen viel, wir bringen Aerosole in die Luft. Und die haben einen kühlenden Effekt, den man leider sehr schwer messen kann. Aber ich glaube, die Einschätzungen liegen so bei ungefähr 5 Grad Abkühlungseffekt, die jetzt im Moment gerade wirken. Das Blöde ist, wenn wir jetzt unsere Emissionen senken und weniger verbrennen, dann lässt auch die kühlende Wirkung der Aerosole nach. Das heißt, das legt wieder Temperatur obendrauf. Bei solchen Bremseffekten kommt man dann eventuell auch schnell zum Thema Geoengineering. Es gab Versuche in der Vergangenheit zum Beispiel Plankton zu füttern. Plankton kann unglaublich viel CO2 binden und dadurch, dass es auf den Meeresgrund absinkt, ist dieses CO2 dort dann sehr lange von der Atmosphäre abgeschlossen. Und ein limitierender Faktor im Meer ist häufig Eisen. Und dann sind die hergegangen, haben Eisen rausgestreut ins Meer und das Plankton hat sich super gefreut. Und dann kam das Zooplankton und hat gesagt, boah, super Nahrungsangebot, wir fressen jetzt alles auf und pupsen das aus. Und dann kamen die Fische und im Grunde haben sie nur das Nahrungsnetz gefüttert, das dazu beigetragen hat, dass einfach insgesamt die biologische Produktion angestiegen ist und das CO2, was vorher gebunden wurde, eben durch Kompostierung eben wieder freigesetzt wurde. Und dieser Prozess, dass durch das Absinken CO2 entzogen wird, das sorgt dafür, dass, ich glaube, 0,1% des gebundenen CO2s überhaupt langfristig weggesperrt wird. Das ist, und es gibt sehr, sehr viele natürliche Prozesse eben, die das abbremsen könnten, Aufforstung und so weiter. Das sind aber alles Prozesse, die viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, eventuell 100.000 Jahre brauchen. Also es gibt welche. Und also kurzfristige Fahrrad statt Autofahren. Genau. Und da haben wir auch wieder das Problem, dass aber nur in Europa. Ja, genau. Und das funktioniert ja so, dass das Wasser des Golfstroms fließt in den Norden, kühlt ab und fließt in die Tiefsee rein. Und dann es nimmt sehr viel CO2 auf und zieht es mit in die Tiefsee und dann geht es in das globale Strömungssystem rein. Und wenn das nicht funktioniert, dann verbleibt das dann kühlt das Wasser nicht richtig ab, es nimmt weniger CO2 auf. Das ist so ein Hin und Her zwischen warmes Wasser kann wenig CO2 lösen, aber der Partialdruck des CO2s in der Luft ist so hoch, dass es reingepresst wird. Und wenn diese Tiefenwasserbildung durch das Abkühlung des Wassers nicht mehr so richtig funktioniert, dann verbleibt auch wieder mehr CO2 in der Atmosphäre und das ist auch schon wieder scheiße. Ja, ich sehe davon auf jeden Fall noch zwei weitere Fragen. Wir können auch am Rand weitermachen, wenn das jetzt zu lange dauert. Ja, genau. Also, aber ich denke, wir lassen die auf jeden Fall noch hier zu. Weiter. Gut. Also meine Frage bzw. Anmerkung war diese, und zwar gerade durch diese ganzen Kipppunkte ist es ja, was viele dabei vergessen, kein linearer Wachstumsprozess, sondern ein exponentieller Wachstumsprozess. Und gerade als du vorhin die Statistik gezeigt hast von 2011, hat sich ja so eine Skepsis irgendwie war ja so eine Skepsis im Publikum, weil gerade, also
war ja die Frage, wie vielversprechend sind die Statistiken von heute, dass es nicht noch mehr, dieser Wachstum sich noch mehr steigt, als wie jetzt, wie die heutige Expertise. Genau. Deine Frage? Also meine Frage war, wie, wie sicher kann ich mir sein, dass die Expertise von heute auch noch übertragbar ist auf in den nächsten 10, 20 Jahren? Nicht so sicher. Ja. Bisher ist es immer so gelaufen, dass es schlechter war, als wir das angenommen haben. Und das, ja, es kann, also, dann häufig ist man in diesem Spannungsfeld von wegen, ja, vielleicht haben wir ja schon längst den Karren so vor die Wand gefahren, dass gar nichts mehr zu machen ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass je kürzer die Zeit ist, in der wir eine hohe Temperatur auf der Erde haben, desto weniger werden diese ganzen Kippelemente angegriffen. Das heißt, wenn wir 1,5 Grad erreichen, macht es einen Unterschied, ob wir das nach 2 Jahren wieder verlassen und wieder die Temperatur sinkt oder ob wir das 20 Jahre halten. 20 Jahre halten wird schlimmere Auswirkungen haben. Und danke. Genau. Und deswegen immer up to date bleiben. Der Weltklimarat, der gibt immer wieder Berichte raus, die kann man lesen, die gibt es meistens auf Englisch. Der hat diesen Monat hat er einen Bericht über die Erwärmung an Land herausgebracht. Das liegt da auch, habe ich auch ausgedruckt. Letztes Jahr hat er diesen 1,5 Grad Bericht rausgebracht und dieses Jahr kommt noch der Bericht über die Erwärmung im Ozean und ich glaube 2022 kommt dann der Bericht, wie es der Erde insgesamt geht. Ja, und IPCC heißt der Laden und die meisten machen das alle ehrenamtlich, die Wissenschaftler da, und die nehmen einfach alle Studien der Welt und versuchen daraus das verlässlichste Ergebnis und die verlässlichste Projektion rauszupopeln, ja. Danke. Bitte. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem Kinderthema. Und zwar, was hältst du von folgendem Argument? Ich mache es mal etwas überspitzt. Wir sind ja hier die Guten. Wir denken darüber nach. Und die Klimawandelleugner tun es nicht. Und was machen wir, wenn wir keine Kinder kriegen und aussterben und die dann an die Macht kommen? Ja, ich sag mal so. Ich gebe euch offiziell die Erlaubnis, alle Klimaleugner richtig zu ärgern, weil sie ärgern mich. Ich beschäftige mich mit denen nur noch 3 Sekunden, und zwar um zu blocken. Punkt. Natürlich ist das auch ein Argument, das ist natürlich auch dann das Argument zu sagen, wieso dürfen die in Afrika 10 Kinder haben und wir nur 2? Wieso sagt da keiner was und so. Und letztlich, ich habe auch gestern das Argument gehört, wir müssen Kinder in die Welt setzen, weil die besonders großen Zugang zu Bildung und Expertise haben, um das Problem zu lösen. Das Problem ist aber jetzt und nicht, wenn das Kind 18 ist oder 20 ist und dann irgendeine tolle Maschine erfunden hat, die das alles herauswedelt. Ich würde sagen, wir müssen uns auf das Problem jetzt konzentrieren und nicht darauf, wie unsere Kinder das lösen können. Weil das haben, um das mal böse zu sagen, das haben schon unsere Eltern gemacht. Also die haben ja uns in die Welt gesetzt und haben gesagt, ach, die Kinder, die machen das schon irgendwie. Und jetzt stehen wir vor dem Problem und wir setzen die Kinder in der Welt und sagen, ja, die macht das schon irgendwie. Und das setzt sich sofort. Ja. Ich habe so eine bisschen wissenschaftlichere Frage, wie sich eigentlich durch die jetzt ja schon stattfindende Erderhitzung, gibt es ja auch mehr Wasserdampf. Genau. Und ich würde gerne dazu was wissen, weil ich merke immer, das weiß ich eigentlich gar nicht. Führt das auch zu einem höheren Treibhauseffekt oder eigentlich zu mehr Regen? Oder warum ist es überall so trocken? Also irgendwie genau. Was mit Wasser? So in Wasser. Der Luft. Wasser in der Luft. Wasser ist toll. Wasser kann wahnsinnige Zustände erreichen. Ich weiß ja nicht, was ihr für einen naturwissenschaftlichen Hintergrund habt, aber Wasser ist super. Und Wasser ist ein Treibhausgas, in der Tat. Die Wirkung ist aber sehr gering. Auf der anderen Seite ist unglaublich viel Wasserdampf in der Luft. Und die Besonderheit ist, dass Wasserdampf sich anders verhält als Treibhausgase, weil Wasser kann kondensieren und abregnen und dann ist der Wasserdampf wieder weg. Und die Wirkung ist dann wieder weg. Und das heißt, die Wirkung, die der Wasserdampf hat, ist hochvariabel.
Und in den Tropen haben wir eine sehr hohe Verdunstung, da wirkt das natürlich viel, viel, viel mehr. Und in der Antarktis ist es furztrocken, da hast du eine Luftfeuchtigkeit von 10-20%, da wirkt das überhaupt nicht. Und deswegen ist es so unfassbar schwer, die Treibhauswirkung von Wasser richtig einzuschätzen, weil es lokal eben so sehr unterschiedlich ist. Grundsätzlich haben wir auf einer heißeren Erde eine höhere Verdunstung. Wir haben dadurch mehr Regen-Events, aber eben auch an anderer Stelle dann mehr Verdunstung und mehr Trockenheit. Und wir wissen aus Klimastudien der Vergangenheit, dass warme Erdperioden häufig mit extremeren Wetterschwankungen oder Wetterereignissen in Verbindung stehen. Also man kann auch sehen, dass zum Beispiel höhere Wellen damals waren oder größere Niederschläge und solche Sachen. Und das ist das, was wir auch so ein bisschen jetzt beobachten können. Okay, wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. War auch noch zum Dings, weil Leute sagten, ja, kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon bitte rangehen? Weil Leute sagten, wenn es warm wird, dann verschwinden alle Wolken und da dachte ich, ja gut, aber dann steigt die Verdunstung aber eigentlich an. Aber du sagtest, okay, die Wetterphänomene werden drastischer. Ja, also ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber wir wissen es aus Vergangenheits- oder aus Klimarekonstruktionen, solche Sachen. Und Wolken sind so ein Abschnitt für sich, das ist so komplex und ja. Na okay, ja, wir haben nur noch einen da vorne. Stell bitte deine Frage. Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja vorhin von diesen Kipppunkten gesprochen und das Methan in den Permafrostböden, das war so ein Thema, das mich so ein bisschen, weil ich einfach nicht so viel Ahnung von habe, was mich jetzt in dem Kontext beschäftigt hat. Da habe ich jetzt auch schon so Beiträge gehört, wo es hieß, es ist eh schon we're doomed, weil das alles schon so am Abtauen ist und da wird, du hast ja auch gemeint, das hat irgendwie mehrere, also 30 Mal so starken Effekt wie CO2 und dieser Abtau findet ja statt und das wird ja dann freigelassen. In Kanada, da haben sie geguckt, wie tief der Permafrost aufgetaut ist und da haben sie festgestellt, okay, das haben wir eigentlich erst für 2090 erwartet in diesen Projektionen, die gemacht werden. Also wir sind dem Ganzen irgendwie 70 Jahre voraus und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass wir im Grunde keine Ahnung haben, wie schnell es eigentlich abläuft. Wir wissen nur, es ist unglaublich viel schneller. So. Und diese Permafrostböden sind eben auch so ein Kippelement, was ganz hart wackelt. Genau wie der Amazonas und das arktische Meereis. Also wo wir eventuell schon drüber sind. Das sehen wir halt auch erst hinterher. So wie in der Antarktis, da ist der Kipppunkt wahrscheinlich in den 90ern gefallen und wir sehen heute so, ja, scheiße, der wird auf jeden Fall abschmelzen, der Teil. Okay, dankeschön. Ja. Ja, machen wir Schluss, ne? Ja, machen wir Schluss. Vielen lieben Dank, Elena. Einen riesen Applaus bitte. Und danke, dass ihr da wart. Danke an euch, dass ich hier sein darf. Hier geht's.